Ja, wir sitzen hier im Koblenzer Adagio, eine tolle Adresse. Hat einen besonderen Grund, denn ein Freund und Gast neben mir, Django Reinhardt, wir haben ganz neue Themen. Super, Dankeschön. Dankeschön auch. Bitteschön. Wir machen es gerade andersrum, ja, und dann stimmt's. Alles super, Dankeschön. Und zurück zum Swing. Django Reinhardt, ganz neues Thema. Und wir wollen einfach ein bisschen über die neue CD plaudern, über Vergangenes, über Neues. Und einfach mal so ein bisschen aus der Geschichte, aus deinem Leben. Und dafür haben wir hier den Rahmen uns ausgesucht, oder? Ja, ganz genau. Und ja, Django. Und das gefällt mir auch. Der Rahmen gefällt mir auch. Prost. Prost. Schön, dass das alles so geklappt hat. Freut mich. Sehr schön. Draußen schneit es und hier ist so eine schöne Atmosphäre. Wunderbar. Ja, Django. Ich hatte ja schon das große Vergnügen in Urba bei St. Goar. Zuletzt dein erstes Zurück zum Swing-Konzert mir anzuhören. Ich war wie das ausverkaufte Haus da auf der Open Air Bühne restlos begeistert. Und ich glaube, auch für dich war es ein neuer Meilenstein, oder? Ja, war für mich eine neue Erfahrung. Wie reagieren die Leute? Es war gut, es war voll, die Leute waren begeistert. Das war so für mich auch dann Befreiung. Ist alles richtig gemacht, man hat alles gut einstudiert und es kam halt gut an. Klasse. Nee, es war ja auch ausverkauft, richtig volles Haus, tolles Ambiente, tolles Wetter an diesem Abend. Also es hat alles gestimmt, das war der Startschuss für vieles. Und ja. Ich höre ja immer, Django Reinhardt hat immer Elvis Presley-Titel gesungen, Paul Anker, Tom Jones und so diese... Frank Sinatra, diese Stilrichtung, und damit hast du dir ja auch einen riesen Namen hier. Nicht nur in Koblenz, sondern weit über die Grenzen hinaus, wie man so schön immer sagt. Gemacht. Geschaffen, ja. Und, ich sehe schon, du bist vorbereitet. Ja, bis. Und hast hier ein paar Punkte gemacht. Ja, den einen oder anderen Punkt habe ich mir aufgeschrieben, aber wenn wir zusammen sind, da geht es ja immer von einem ins andere. Ich glaube, wir brauchen da gar nicht so viel Hilfe. Aber jetzt ganz, ganz, ganz neu, und das ist auch so ein bisschen, was mir persönlich gut gefällt, Swing. Wie kamst du da drauf? Ich hatte angefangen zu covern aus allen Schichten, habe mich nachher auf die Las Vegas Show von Elvis konzentriert. Und die habe ich dann ganz neu arrangieren lassen. Also gab es dann einen Arrangeur, einen Professor, der Schild, der hat das dann alles gemacht. Und dann wurden die Noten genauso geschrieben, wie die Las Vegas Show war. Aus mehreren Stationen. Und dann habe ich die komplett aufgeführt. Mit großen Orchester, stellenweise mit 60, 70. In Rhein-Mosel-Halle, mit, also so. Ja, du hast auch mal mit der Philharmoniker. Mit der Rheinischen Philharmonie habe ich nachher gespielt. Nachher haben wir ein eigenes Orchester gegründet. Das war immer auswechselbar mit vielen Musikern. Aber die Las Vegas Show hatten wir genauso, wie sie war. Ja. Wenn es ein Fehler war, wurde die auch notiert, aber nicht gespielt. Aber die ganzen Noten besitze ich auch noch. Und dann habe ich dann jahrelang gespielt. Und immer Rheinische Philharmonie mit anderen Orchestern. Und war wirklich immer ausverkauft. Immer gut. Dann habe ich, danach kam dann Gypsy Christmas. Mhm. Das war eine eigene Produktion aus Weihnachtslieder im Gypsy Sound. Die wurde dann wieder neu arrangiert. Wir haben dann Weihnachtslieder, die man kennt, im Gypsy-Sound komplett umgestaltet. Also Leise Riese der Schnee oder Tannenbaum. Zum Beispiel, die wurden dann alle mit Sinti, unsere Sprache der Sinti-Teil, aber wiedergegeben, wie sie im Deutsch sind, und ein Teil im Deutsch. Ja. Und das habe ich alle Jahre lang gemacht. Und es war immer volles Haus und immer gut. Vielleicht war mein Glück, dass ich jetzt vor 2 Jahren gesagt habe, was willst du? Mhm. Willst du weiter covern, was ja nicht schlecht ist, wird ja immer voll war? Oder willst du irgendwann was Eigenes machen? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, nein, du kannst doch was Eigenes und du machst doch was Eigenes. Dann kam die Idee, jetzt, mein Vater war ja mit Schnuckler Reinhardt. Da habe ich auch noch ein paar Fragen. Okay, und dann kam die Idee, dass ich dazu gesagt habe, ich will nichts mehr covern.
Jetzt im Moment nicht, ich werde schon was Eigenes machen. Ja. Und da ich aus der Familie Rheinland aus dem Swing komme, ja, aber eine ganz andere Musik gemacht habe, meine Brüder immer nur Swing gemacht haben, ich da als Gitarrist nochmal mit eine Funktion gehabt habe, denke ich, du machst jetzt alles neu in Deutsch und Swing. Ja, okay. Und das war so die Idee, zu sagen, Titel, Django Reinhardt zurück zum Swing. Ja. Das war mir direkt aufgefallen. Erster Titel, zweiter Titel, der dritte Titel auf deinem Open-Air-Konzert in deutscher Sprache. Das ist ja so ähnlich, wie es der Cicero Junior gemacht hatte. Nicht der Eugen Cicero, der bekannte Pianist, sondern der Roger Cicero. War ja auch vor ein paar Jahren und der war sehr erfolgreich mit der Musik. Ne? Also Swing mit deutschen Texten. Und du hast sehr nachdenkliche Texte, nachdenkliche Lieder gesungen. Ja, genau. Die haben, oder? Ja, die haben genau. Doch was mit dir zu tun, oder? Ja, siehst du, Udo, wie eben schon angedeutet. Ich hatte ja immer gedacht, du willst nichts mehr covern. Also hätte ich jetzt Swing gemacht in englischer Sprache, wäre das für mich auch covern gewesen, weil ich kein Engländer bin. Ja. Ja, ja. Amerikanisch, englische Sprache, ich bin ja kein Engländer. Ja, ja. Also denke ich, du coverst nichts, wenn du in deutscher Sprache singst. Dann bin ich, ich lebe hier und habe gedacht, dann ist das ja alles das, was du gerne, was du nie gemacht hast und coverst nichts mehr in Englisch, in Deutsch und eigene Texte. Ja. Toll. Zu denen Texte, auch zu den Komponisten, der hat sich da Gedanken gemacht. Und hat gesagt, okay, kann ich ja sagen, der Karl-Heinz Herrick ist der Komponist und Texter. Also Herrick hat sich schon Gedanken gemacht darüber, wie soll es klingen und was passt. Jetzt mal zu dem Komponisten, dann hat er die Sache komponiert und die haben mir auf Anhieb gefallen. Und ich hatte dann mir gedacht, okay, weil die auch mir gefallen haben, die Texte direkt, die nehme ich. Aber dann kam der Punkt, wo ich gedacht habe, Texte ganz neu, ein kleiner Tag, was ich nie gemacht habe, passt ja zu mir, den ich so mag, liegt auch die Welt um uns in Trümmern oder du bist mein Lebensglück und habe mir lange Gedanken gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was alles neu ist, das, was du willst. Genau. Und dort daraufhin habe ich mir gedacht, okay, du gehst jetzt hin, lest sie immer durch, ich habe sie mir auch durchgelesen, die Texte, und daraufhin habe ich immer mehr gemerkt, dass das Stücke aus dem Leben sind. Mhm. Ich denke, dass der Karl-Heinz Herrick aus seinem Leben geschrieben hat und dass aber jeder irgendwo, du, ich, ob der Michael Dempel, jeder hat das irgendwo mal erlebt. Mhm. Umso mehr ich die gelesen habe, so mehr habe ich mich da rein also gefunden und irgendwo alles wiedergespiegelt im Leben. Dann habe ich gedacht, das passt, das ist irgendwo das, was... Das hat man auch gemerkt. Also, wie gesagt, so manche Gänsehautmomente waren bei dem Konzert für mich dabei, weil ich mich da auch ein bisschen mit reinversetzen konnte in das ganze Thema. Also das war oder ist für mich eine tolle, tolle Geschichte auf jeden Fall. Ich glaube, du bist fertig mit der CD. Ne? Die ist ja jetzt momentan wird so produziert. Noch mehr als 1000 Tage wird der nächste Bericht sein. Ja. Ich denke schon 2 Jahre, fast 3 Jahre. Ja. Aber wenn du Swing machst, ist es wichtig, dass du dann alles perfekt machst. Mhm. Wenn du moderne Sachen machst, die vom Computer kommen, ist es nicht egal, aber dann macht alles die Maschine. Mhm. Aber man sagt ja schon, ein Gentleman of Swing, da fängt alles an . Und da kannst du nichts markieren und nichts kopieren und nichts hinrum. Ah. Das ist ganz gerade. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann musst du die Finger davon lassen. Ja. Gut, ich bin mit Swing groß geworden. Für mich war da reinzufinden ganz leicht. Aber es muss doch klingen. Mhm. Dann in ein Studio, ein gutes Studio, gute Musiker. Von der HR Big Band hatte ich Leute, die da eingespielt haben. Ich habe auch zum Beispiel Peter Lübcke, der eingespielt hat. Ich hatte viele gute Leute und
einfach um ein paar Namen wie Axel Schlosser. Ja. Und ich denke, auch im Studio, Noble Zone Studio, kann ich euch sagen, wie es ist, ist wirklich ein gutes Studio. Es gibt immer gute und bessere und noch bessere. Ja, aber das ist wirklich ein Studio, das Wert darauf legt, keinen Stress zu machen, ja. Das Wert darauf legt, dass es nicht nur für mich klingt, mhm. auch für ihn. Mhm. Und das, das ist der Punkt ja. für jemanden, wo man sagt, der denkt nicht nur egal, ja. der denkt an sich, wenn ich gute Arbeit leiste, ist das nach draußen auch. Und das war ein Studio, das richtig gut war und auch Wert darauf gelegt hat, dass das Gesamtbild darin stimmt. Mhm. So war gestern unser letztes Gespräch. Mhm. Wir lassen uns Zeit, wir kriegen das hin bis zu dem Datum und wenn es nicht klappt, dann gibt es ein anderes Datum. Mhm. Es wird klappen. Aber er sagt nur, jetzt muss es, wenn es gepresst ist, gut sein. Ja. Kommt ja dann, wie du eben sagst, grob jetzt mal so 1000 Tage. Da kommt es auch nicht drauf an, ob es dann 1080 Tage sind oder das ist schon richtig. Das war also, seine Aussage gestern. Du willst einfach von dir heraus das Perfekte nachher haben und auch das dann, dass das dann deine Fans, die Zuschauer, die Zuhörer, die Liebhaber der Swingmusik dann auch das bestmögliche Produkt auch kaufen, erwerben. Ist ja heute nur mal, reden wir ja nicht drüber. Deswegen macht die Aussage gestern vom Studio richtig. Gut, ja. Für mich auch, ja, ja. Aber das Gefühl ist, da steht noch jemand, der sagt, also ja. ist egal, ob ich jetzt fertig bin, nächste, nein, er will ja. dasselbe. Ja. Okay, dann zu dem Arrangeur, der Pavel Klimanczewski, der ja arrangiert hat. Was er gerade ans Harry geschrieben hat, das war natürlich dann klar auch, dass er sich Gedanken gemacht hat, wie soll es dann klingen? Mhm. Wie wird es an Gläser und Streicher umgesetzt? Er hat sich lange Gedanken gemacht und hat es wirklich geschafft, einen Sound zu machen, der mir einmal gezeigt hat in einem Demo, dass vier Bläser in ganz gezielt, dass man auch wirklich glaubt, ist eine Big Band, so spielen, dass es rund und satt klingt. Ja. Also man muss sich das ja vorstellen, so ein Arrangeur, der macht ja jede einzelne Instrumentenstimme für jeden oder für jedes Instrument schreibt eine eigene Partitur, Stimme. Wenn man so will. Ne? Ja, komplett. Ich habe ja. mir komplett alles Partitur für jede einzelne Stimme. Aber die Kunst war bei ihm, dass er gesagt hat, ich habe nicht vier Bläser, vier erste Trompete, vier zweite, vier Posaune, vier Saxophone. Ich habe von jedem nur eine. Mhm. Und die hat er so kompakt geschrieben, das ist irgendwie eine Masche, die noch gar nicht so, glaube ich, im Markt ist. Mhm. Die klingt so kompakt, dass man stelleweise meint, es wäre eine Big Band. Aber es ist für eine Big Band geschrieben. Mhm. Man kann das immer erweitern, auch für ein Streichorchester, egal für ein Riesenorchester. Mhm. Die Kunst war aber, dass er gesagt hat, mit das, was wir haben, jeder, der es hört, sagt, das ist aber eine große Big Band. Mhm. Es ist aber wirklich die vier Bläser spielen lassen. Wahnsinn. Also er ist hatte, ja mir auch, hatte mir auch die HR Big Band Leute wirklich gesagt, das ist schon... Also der Pavel ist ja auch in der Branche eine große Nummer. Ja, aber dann haben die mir auch gesagt, das ist schon sehr, sehr elegant und geschickt überlegt geschrieben. Ja, super. Also ich freue mich da riesig drauf auf die endgültige Fertigstellung. Und die wirst du ja jetzt auch demnächst dann offiziell, ganz offiziell auch präsentieren in einem Live-Konzert. Und wie ich auch mitbekommen habe, sind schon sehr, sehr, sehr viele Konzertanfragen für dieses Jahr gekommen. Ja. Und das ist schön, das alles ein bisschen mitzuerleben und mitzubekommen, weil das ja doch auch für dich dann eine Bestätigung deines Schrittes ist, das Ganze. Jetzt hast du ja eben schon mal angedeutet, Musik spielen ja sehr viele Reinhards. Auch mit bei dir im Thema, auch selbst als Alleinunterhalter oder in Bands, wie auch immer, alle Musikrichtungen. Und dein Vater war ja eine Riesennummer, wenn ich das mal so sagen darf, also es soll nicht abwertend sein, aber mitten hier im Koblenzer Raum bekannt, sondern er hat ja auch musikalisch seine Karriere gemacht. Gell? Er war Musiker ja. und das hat die Familie schon geprägt, sein Ganzes, was er gemacht hat. Ja. Und er war Mitgründer der Schnuckeler Kreinhardt Quintett, ja. Solo-Gitarrist und hat auch sehr viele Sachen komponiert.
Und die waren europaweit bekannt. Die erste Sinti-Gruppe nach dem Krieg. Mhm. Früher hat man gesagt, Musik deutscher Zigeuner noch geschrieben. Mhm. Es gibt noch Plakaten. Yeah. Da steht das genau noch drauf. Und da hat er mitgewirkt, war Gründer und auch Komponisten viele Stücke. Mhm. Und die hatten natürlich sehr viele Konzerte. Ja. Europaweit. Frankreich-Tournee, da ist ZDF 4 Wochen mitgefahren. Ja. Durch Frankreich haben die eine ganze Tournee gemacht. Mhm. Ja, das, und trotzdem habe ich im Swing nicht weitergemacht und bin dann in die, also als Gitarrist in die andere Richtung. Ja, ja. Und jetzt in dem Alter habe ich gesagt, nein, jetzt kehrst du wieder zurück. Ja. Deswegen zurück zum Swing. Nee, also das ist, das führt wie ein Faden, geht das, das ganze Thema durch. Ich finde das hochinteressant, weil wir einfach dich mal hier so jetzt ein bisschen anders mal kennenlernen vielleicht, wie es immer sonst, liest man immer nur in der Presse immer die Pressemitteilungen, da wird dann die Hälfte mal weggelassen oder man kann nicht über alles so reden, sonst so in den Medien. Und hier ist das ja mehr ein bisschen privat mit schönen Nebengeräuschen. Eben habe ich gehört, ein Baby hat da hinten ein bisschen geplärrt. Alles Leben. Das kann man vielleicht ja auch mal mit einbringen in das nächste Stück. Aber es ist alles Leben, so ist das Leben, so ist es live. Ne? Genau. Denn Baby, Enkelchen, ist ja auch jetzt seit 2 Jahren. 16 Monate alt. 16 jetzt? Monate alt, guck mal, er weiß das genau. Genau. Und ja, gut, muss man auch sagen, jetzt. Der ändert sich sowieso viel in dem Alter jetzt, wo du wärst älter, wärst Opa und dann war das doch so immer ein Wunsch, irgendwann willst du mal Opa werden, damit du auch zeigen kannst, die Englischer, was hat der Opa überhaupt gemacht. Bei uns heißt das in unserer Sprache der Babbo, was hat der Babbo gemacht. Ja. So, und dann war eine gute Frage von dir und da war für mich wichtig, lange Überlegung. Sollen die Enkel irgendwann mal sagen, es war ein sehr guter Sänger, der hat immer nur gecovert? Ja. Oder sollen die sagen, ne, der Papa war auch selbstständig? Ja. Ja. Umso sagen draußen, mein Opa, also mein Papa hat auch selber Musik produziert und selber eigene Sachen gemacht und hat nicht nur gecovert. Ja. Das heißt nichts, wenn man covert, ist man schlecht. Nein, Michael Bublé war das Konzert covert. Aber ich wollte auch eigenständig und dann Welthits irgendwann wieder einfließen. Und dann war ein Lied, es gibt 2 Lieder, die mich da auf meiner CD auch prägen. Ja. Einmal ist ein Lied jetzt zum Beispiel So ist mein Leben und der Text heißt Und alles wurde wahr, zum Beispiel. Und dann habe ich sehr lange abends die Texte gelernt und immer wieder gelernt, die Texte immer wieder neu. Und nach der Texte lernen war für mich klar, Mensch, irgendwas fällt mir auf. Ich habe immer gesagt, so ist mein Leben und alles wurde wahr. Und auf einmal war dann die Frage irgendwann gestellt, so Geheimnis, wie soll das Kind heißen? Und meine Frau wusste das schon. Und die hat dann gesagt, ich habe gehört, Ares. Und dann habe ich gedacht, okay. Und irgendwann habe ich Mitte, ganz spät abends noch gelernt, habe noch einen Whisky getrunken und habe dann die Texte gelernt. Und alles wurde wahr. Und dann denke ich, nein, Ares wurde wahr. Und so ist dieses Lied entstanden. Ja. Ares wurde wahr. Ja, und dann heißt dieses Lied, So ist mein Leben und Ares wurde wahr. Ach, wunderbar. Dann kam das nächste Lied, Du bist mein Glück, du bist mein Leben. Du bist alles, was ich habe. Dann habe ich gedacht, okay. Irgendwo, wie gesagt, am Anfang waren die Texte mir alle erst neu. Neue Texte, wie gehst du damit um? Das ist gar nicht so deins. Und dann kam ich auf den nächsten Text, war dann, der passt genau zu meinem Leben, zu meiner Frau. Mhm. Alles, was wir erlebt haben, weißt du, du bist mein Glück, du bist mein Leben. Es war irgendwie, was das wiedergespiegelt hat. Du bist alles, was ich habe, weißt du? Mhm. Jetzt schenkst du mir jeden Tag. Aber so ein paar Stichwörter daraus. Mhm. Das hat gepasst. Erstes Konzert, alles vorbereitet, alles war spannend. Wir wollten, war geplant, wer kam im Krankenhaus, die Frau. Mhm. Habe ich auch abends angesagt, aber ging alles gut. Hat dann eine Kleinigkeit, eine Operation gehabt. Mhm. Und naja, hat dann, man hat eine Kleinigkeit, ist aber alles gut gegangen. Aber an dem Abend war sie nicht dabei. Mhm. Aber das Lied war fertig. Ja.
umso besser noch zu singen, dass alles gut ist. Das sind so zwei so Erlebnisse. Der Name Aris wurde mir dann bekannt gegeben. Alles wurde wahr. Nein, Aris wurde wahr. Sie kam im Krankenhaus und du bist Glück, du bist mein Leben. Mhm. Weißt du, und jetzt schenkst du mir alles gepasst. Mhm. Ja, und deswegen habe ich mich immer mehr in die Texte reingelesen und denke, irgendwo hat nicht nur ich, jeder von uns das erlebt. Das ist Wahnsinn. Und jetzt Opa zu sein, klar, gut, jeden Tag Mikrofon in der Hand, er singt mit, er ist Musik, jeden Morgen, der Marlon sagt mir jeden Morgen, Babo, Glocken. Der meinte mir die Weihnachtsglocken, jeden Morgen, ob ein Swinglied oder die Weihnachtsglocken. Muss er hören. Ja. Aber es du hast schön. Ja, weil du das gerade erwähnst, du hast ja diesen Titel komponiert, einen Weihnachtstitel. Der war Herrick. Ja. Herrick hat den komponiert. Ja, okay. Und den haben wir dann nochmal gebracht. Ja. Und ich will dem jetzt sagen, es ist jetzt schön, das hat mir noch mehr gegeben, um weiterzumachen. Mhm. Also du bist dann in der Frage, was jetzt, bist jetzt Opa und hinterlässt nachher was. Ja, genau. An deine Enkelkinder, dass du sagst, so, die können sagen, das hat er gemacht. Ja, okay. Und ich habe so das Gefühl, ich war aber auch selbstständig. Mhm. Ich habe selbst was gemacht und habe das, und das war genau der richtige Weg. Mhm. Das ist also eine tolle Sache, auf jeden Fall. So, für mich schön, dir zuzuhören, weil ich war einfach so viel neue Eindrücke kriege, also das ist eine tolle Sache. Jetzt trinken wir aber mal gerade. Okay. Du hast noch gar nicht dran getrunken. Ja, okay, doch. Ich habe mal zwischengestimmt. Ja. Prost. Du hast ja eine Liste gemacht, Udo. Was hat dich dann noch interessiert? Ja, du hast schon so vieles erzählt. Ja, immer am schönsten, wenn man zum Beispiel, wie du schon sagst, habe ich jetzt erzählt, das Lied von Aris passt, von meiner Frau. Aber das wäre dann jetzt noch gewesen, wenn die Familie nicht dahinter gestanden hätte. Klar, aber war das jetzt lange Zeit, kostspielig. Das ist immer jetzt die nächste, zweitrangig, egal. Ja, ja. Es war einfach ein Weg, wo du entscheidest und die Familie sagt, wie meine Frau, ich stehe dahinter. Ja. Von Anfang an. War das ja mit allen Konzerten. Du hast immer einen gebraucht, der sich mit organisiert hat, mitgemacht hat, der aber auch sagt, ja, weiter geht's und nichts. Und dann kommst du und sagst, ich mach was ganz Neues. Du planst dein Ganzen alles um. Weißt du? Django Reinhardt, jetzt heiße ich Django Heinrich Reinhardt, weil der Name gleich ist. Ja. Du gehst jetzt in die Öffentlichkeit. Klar, wenn du jetzt ohne, ob das meine Tochter, die Lorraine, der Marlon, jetzt die Anni, der Aris gehört dazu jetzt, die dann wir sagen, so praktisch sage, ja, du machst alles richtig, es geht weiter. Sind die auch kritisch mit dir? Ja, kritisch ist nur meine Tochter. Ah, okay. Die ist kritisch, alles was ich singe, könnte noch besser sein, musst du nochmal neu machen, das Wort musst du noch ändern, das musst du ändern, und aber sie meint es gut. Ja. Und wenn sie dann mal kommt, wie im Konzert, und sagt, das war richtig gut, dann kannst du davon ausgehen, dass es gut war. Ja, siehst du. Also, ist ja, dann ist es... Ist ja auch gut, dass man mit nur... Sie macht ja selber Musik. Lobhudelei und so weiter, bringt ja nichts. Ne? Hat jetzt lange Pause gemacht durch ihre Arbeit, aber sie ist eine Top-Sängerin. Mhm. Muss man wirklich sagen, das hört sie nie gerne, aber sie ist wirklich gut. Und könnte richtig was machen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wie ich spät zurück zum Swing, wird sie später zurück wieder zum Gesang kommen. Ja. Genau. Wie gesagt, Marlon, mein Sohn, spielt ja mit im Orchester. Das war immer so ein Wunschtraum, spielen die Kinder irgendwann mal mit. Ja. So, der spielt jetzt bei Zurück zum Swing mit. Mein Neffe Jermaine, als sehr Top-Gitarrist, habt ihr alle schon gehört. Ja, richtig gut, der Junge, spielt jetzt mit. Weißt du, das ist so die Generation, die es mitmacht und das freut mich, und ich denke, die letzten Jahre, die das noch alles klappt, bin ich froh, dass ich das gemacht habe und dass das so der Weg auch ist, den ich jetzt einfach gehe. Ja. Und was ja gut ist, Entschuldigung, du hast ja in diesem Jahr, 2020, auch ein großes Jubiläum, wenn man das so will. 50 Jahre Django Reinhardt auf der Bühne. 50 Jahre dieses Jahr auf der Bühne. Ja. Und habe dann jetzt bei der Zeitung nochmal nachgefragt. Die Rheinzeitung hat genau so 50 Jahre.
Da war ich dann 8 Jahre, ein Bild von mir geschossen und einen Bericht von mir gemacht. Da habe ich in der Zeit für Caritasverband als 8-Jähriger auf einer Weihnachtsfeier gesungen. Wir haben ein ganz großes Bild und haben geschrieben, Django Reinhardt sang mit greller Stimme Weihnachtslieder auf dem Weihnachtsfest. Und das habe ich denen geschickt und haben die gesagt, wir werden natürlich jetzt nach 50 Jahren auf der Bühne nochmal einen Bericht bringen, ganz klar. Und dann ist er ja nicht irgendwie erfunden, er ist ja noch ein Beweis. Ja, natürlich. Aber, jetzt, aber du hast ja wirklich so fantastische Auftritte schon in den vergangenen Jahren gehabt, was ich so alles gelesen und mitbekommen habe. Oder auch was jetzt kommt, weiß ich auch einiges. Zum Beispiel, du hast es ganz am Anfang mal erwähnt, in Frankreich oder in England. Es gibt ja fast in jeder großen Stadt sogenannte Django Reinhardt Clubs, also wo Live-Musik noch gespielt wird, wo Live-Musik gefördert wird. Und da ziehst du natürlich auch, wie ich das mitbekommen habe. Denn da sind ja Anfragen jetzt, in Django zum Beispiel gibt es einen. Gibt es mehrere Clubs, wo der Arno Django Reinhardt gespielt hat. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, der Django Reinhardt, der ja weltberühmt ist, so der in der 40er Jahre das alles so richtig mal aufleben, den Swing Jazz, der Cindy Swing Jazz, also Cindy Swing Jazz erfunden hat. Danach kam Schnuckenack und Davli Reinhardt, die in ganz Europa die erste waren, die diesen Folkloren Jazz in Cindy-Stil gemacht haben, mit eigenen Stücke. So, das ist schon die Tradition. Und deswegen nochmal gesagt, zurück zum Swing heißt nicht, du machst irgendwas. Du musst wirklich einfach es gut machen. Du kannst nicht irgendwas covern oder irgendwas Neues machen im Swing, wenn es nicht gut ist. Dann musst du die Finger von lassen. Es ist einfach alles live und es muss gut sein. Deswegen hat es so lange gedauert und deswegen habe ich mir lange Gedanken gemacht. Im Studio wieder neu und wieder raus und wieder rein. Und ich sage dann vielleicht zum dritten Mal, ich bin immer froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und irgendwann ist die Karriere mal zu Ende. Und jetzt will ich einfach von jetzt bis zum Schluss das verfolgen. Aber ich würde gerne mit dir noch das 75. Jubiläum feiern. Ja. Vielleicht komme ich schon mal zum Nein, ich sage euch, lass mich aber nicht mehr jetzt davon abhalten. Das ist jetzt der Weg. Und das will ich irgendwann hinterlassen. Meine eigenen Sachen und meine eigene Musik. Zurück zum Swing. Und wenn ich ehrlich bin, Udo, ob du ohne 5 sitzen oder 5000, im Endeffekt geht es darum, dass ich das wollte und dafür wirklich da. Und dass du das auch. Und das Ziel ist es wirklich, europaweit da zu spielen. Und ich denke, die Anfrage, die jetzt kam von Paris und noch woanders, sind richtig. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Nee, und mit Sicherheit. Also da wünsche ich dir nur das Allerbeste, dir, der Familie, deine Musiker. Ich habe ja gemerkt, dass das ein richtiger Spaßhaufen ist. Wenn man das so sagen darf, salopp. Du hast ja dann Grundmusiker hast du in deinem Band oder in deinem Orchester dabei und von anderen Stellen her aber alles Top-Leute, alles fähige Leute, die auch hinter der Musik stehen, in der Richtung. Auch junge Leute, das ist ja das Tolle. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass du einen richtig großen Erfolg damit haben wirst und dass der Stadt Koblenz nach außen hin noch viel bringen wirst, wenn man so will, als musikalischer Botschafter in diese Musikrichtung. Und also da bin ich fest von überzeugt. Ich sage, da bist du im richtigen Weg. Ich denke, du versuchst ja alles in der Musik, willst du mal, aber wenn du keinen Druck hast, wie ich. Ich muss keinen was beweisen. Ich denke, und wenn ich vielleicht vor 20, 25, 30 Jahren zurück zum Swing gemacht hätte, bist du vielleicht nicht reif. Wenn du zurück zum Swing, wenn du zum Swing gehst, musst du schon reif sein dafür. Und du musst das wollen und dann machst du alles mit Ruhe. Und ich spiele auch nichts. Ich fange nicht an, ich möchte gar nicht wie andere hingehen und sagen, du musst jetzt in Smoking und du musst hier in eine Fliege und das ist typisch Swing. Ich
bin so, ich gehe mit einem Anzug auf die Bühne, wie ich das immer gemacht habe, und ich lebe das so, wie ich möchte. Mhm. Fein, ordentlich, aber in meinem Stil. Ja. Ich hast ja auch viele Benefiz-Sachen gespielt, da bist du ja immer, auch das soll nicht abwertend sein, immer für zu haben. Das ist aber deine, das ja, kommt das von dir ich, heraus. Das mache ich auch gerne. Genau, das machst du, du unterstützt gerne, du tust viel, du hast ja auch einen Verein, der dir angeschlossen ist. Ja. Ne? Und wenn du irgendwo, das habe ich auch schon gesehen, siehst, da ist ein kleines Kind irgendwo mit einem Instrument am Rumlaufen oder singt oder flötet oder was auch immer, und dann siehst du schon das Lächeln in deinem Bauch. Also das ist eine tolle Sache. Und so. Das gehört auch irgendwo alles dazu. Ja, ja. Deswegen sage ich, ja, das ist genau der Punkt wieder. Du musst, irgendwann kommt der Punkt, wo du dann alles nur noch siehst, das will ich machen, genau. Das mache ich ganz cool, ja. Und da gehe ich jetzt durch, und ob das ein Erfolg ist, soll ein Erfolg sein, ja. Aber du willst das erstmal machen. Ja. Und dann ziehst du da durch. Ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe, und ich denke, es werden noch schöne Zeit kommen jetzt, und ich sage mal einfach frech, es wird irgendwo funktionieren, und wir werden zusammen das schaffen, dass es einfach in der Mehrheitsbevölkerung Klang findet. Ja. Das ist das Ziel, absolut, weil ja, es gut ist. Ja, ja. Und es wird einfach jetzt, wenn es rauskommt, werde dazu kommen. Also ich wünsche dir, wie gesagt, nur das Allerbeste und bedanke mich einfach mal. Und ja, vielleicht wiederholen wir das mal wieder, dann mit anderen Themen. Ja. So ein Treffen hier, wenn du immer bezahlst, ist doch klasse für ist dich. Ist in Ordnung. Nee, ich glaube, das ist das erste Mal auch, dass ich so ein... Deswegen freut mich heute das Interview schon. Ja. Weißt du warum? Ich führe endlich mal ein Interview zum ersten Mal über meine eigene Geschichte. Ja. Ich habe immer Interviews geführt über Tom Jones, über ja. Elvis. Und ja. Wie ist das, Elvis zu covern? Und sie haben genau ja. gesungen wie Elvis, ja. genau wie Tom Jones. Ja. Mach sein. Aber ich hatte immer andere, die, sie hatten das Lied von Elvis gesungen, sie hatten yeah. dies, das. Und die, so, heute erzähle ich zum ersten Mal yeah. über meine eigene Geschichte. Django Reinhardt pur. Genau, und hinterlasse yeah. irgendwas an der Familie yeah. und an die Musik. Und das yeah. ist für mich mal, ich erzähle über meine neue yeah. Musik. Genau, richtig. Und das war für mich auch wichtig. Ich denke, ich werde das auch auf der CD veröffentlichen, dieses Video. Yeah. Und das ist auch für mich eine Sache, die ich sage, okay, das hast du alles gemacht mhm. und das sollte man festhalten. Ja, genau. Und so soll es sein. Ich, das ist genau das, was ich will. Ja. Wie hat es angefangen, wo bin ich hingegangen und wie wird es irgendwann enden? Ja. Es wird hier mit Zwing, hat es jetzt mit dem Leben jetzt begonnen und dahinter wird es mit Zwing enden. Ja. Und dann sage ich noch einfach, Django Reinhardt, zurück zum Zwing. Ja, toll. Udo, klasse. Vielen Dank. Danke dir auch.